bevor der Tag beginnt, da braucht es erstmal eine Zigarette. Es war für Raucher eine freie, goldene Zeit, in der sie keine Rücksicht nehmen mussten. Man fing als Jugendlicher an und blieb dabei, meist für ein ganzes Leben. Denn Rauchen war in erster Linie cool. Man war ganz einfach wer mit Zigarette. Ich hab alles geraucht. Zigarren, Stumpen, schwarze Eule zum Beispiel. Gell. Und da Gesundheit und sowas, das war, spielte gar keine Rolle. Da wurde alles gemacht. Meine Eltern haben geraucht, meine ganzen Tanten, meine Omas, alle haben geraucht. Gerade schön war's. So schön, dass jeder überall dem Rauchen frönen durfte. In der Tram, im Flugzeug auf dem Weg nach Übersee. Auch in der U-Bahn selbstverständlich. Und nicht zuletzt am Arbeitsplatz. Nichtraucher hatten das zu dulden, von wegen Passivrauchen, welcher Quatsch. Wer qualmte, war noch Herr des Tisches. Egal wo man war, ob Straßenbahn oder im Wirtshaus, das einzige Ort, glaube ich, war die Kirche, wo man nicht geraucht hat. Wenn man morgens in den Sprechungsraum ging, dann hat jeder jedem eine Zigarette angeboten und jeder hat geraucht. Meine Eltern selber haben geraucht und ich hatte später erfahren, dass während der Schwangerschaft und obwohl wir noch ganz kleine Babys waren, sie auch immer noch geraucht hat. Und so sind wir aufgewachsen, das hat also keinen Anstoß gegeben. Wir waren als Kinder im Auto gesessen, meine Eltern haben geraucht. Wir waren da in dem Auto. Das war halt so, ja. Doch auch schon damals gab es sie, die Zigarettenfeinde. Ihr Ziel, Schutzzonen vor dem blauen Dunst, sogar ein generelles Rauchverbot. Was anfangs niemand glaubte, in Bayern kam es 2008, das Nichtraucherschutzgesetz. Damit war Schluss mit dem Genuss. Der Raucher gilt seitdem als beinahe asozial. Das gehört eigentlich zu unserer Tradition. Und da habe ich also eigentlich wenig Verständnis, dass man das so über Gesetzes und Fing abwürgt, nur weil irgendein paar Grüne oder sonstige Gesundheitsapostel dabei sind. Ein bisschen Gemütlichkeit ist verloren gegangen, würde ich mal so sagen. In die Gemeinschaft der Raucher, das ist verloren gegangen. Und damit auch ein Stück Kultur. Dass man daran gestorben ist, gehörte halt dazu.